Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel. Zweite Hauptrunde. Der VfL Bochum 1848 traf dabei auf den FC Bayern München. Endstand 1:2, das Ganze vor 26.600 Zuschauern. Das Vonovia-Ruhr-Stadion war damit ausverkauft. Ich begrüße die hier anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie unsere Fans und Gäste in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem 1848, dem VIP-Treff Nordtribüne und der Aral Payback Lounge an meiner Seite. Besonderer Gruß geht an die Gäste aus München, deren Cheftrainer Niko Kovac. Unser Chefcoach Thomas Reis ist auch da. Der Gast hat das erste Wort. Herr Kovac, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, im Pokal ist es so, dass letzten Endes das Weiterkommen zählt. Ich finde, dass der VfL, ich fange mal so an, das heute richtig klasse gemacht hat, das an den Tag gelegt hat, was man im Pokal an den Tag legen muss, um eine Chance zu haben. Wir hingegen haben 60, 70 Minuten sehr viel falsch gemacht, sehr viele Ballverluste gehabt, keine Spielkontrolle gehabt. Wenn du sehr viel Ballverluste hast, kannst du keine Kontrolle auf das Spiel bekommen. Dann mit der Einwechslung von Felipe Coutinho bzw. auch von Thomas Müller haben wir das Spiel besser unter Kontrolle bekommen. Die Räume wurden größer. Der VfL hat sehr gut gearbeitet und ja, wir haben dann das Quäntchen Glück zum Schluss gehabt, den längeren Atem bzw. dann vielleicht auch die größere Kraft. Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Aber ich muss sagen, das, was der VfL bzw. Thomas in der Kürze der Zeit hinbekommen hat nach dem letzten Spiel gegen Holstein Kiel, war einzigartig und da sieht man, wenn alle das machen, was der Trainer sagt, dann funktioniert es. Danke. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel. Erstmal vielen Dank für die Worte, natürlich Glückwunsch nach München. Wichtig war für mich, dass die Truppe ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ich glaube, dass man in der letzten Zeit sehr viel auf die Mütze bekommen hat, teilweise natürlich auch sehr zu Recht. Es gab ja, wie gesagt, mehrere Aussprachen, wie es man so schön sagt, oder zumindest haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben, wir müssen die Zweikämpfe annehmen, wir können dieses Spiel nutzen gegen eine tolle Mannschaft, um uns trotz allem Selbstvertrauen zu holen. Es wurden ja vorher schon Ergebnisse genannt, wo wir gesagt haben, das haben wir natürlich auch als Motivation genommen, um einfach zu zeigen, dass wir dieses Spiel ernst nehmen, dass wir versuchen, ja, viel Positives für das Spiel gegen Nürnberg am Montag mitzunehmen. Die Truppe hat es unheimlich toll gemacht. Wir haben lange dagegen gehalten. Wir haben gute Umschaltmomente gehabt. Ist natürlich ein bisschen schade. Man hat trotzdem als Trainer natürlich die Hoffnung, wenn die Uhr runterläuft, ist die 80. Einlasse, du führst, dass du vielleicht den ganz großen Wurf machen kannst. Man muss trotzdem sagen, dass wenn die Bank von Bayern, was da heute reinkommt, ist natürlich eine überdurchschnittliche Qualität, aber letztendlich überwiegt der Stolz, dass wir wirklich aus einer schwierigen Phase von der Liga ein bisschen Abstand gewinnen konnten. Aber das ist jetzt auch der Maßstab für die Liga. Und ich gehe davon aus, dass die Truppe das ja, so aufnehmen wird, dass es ein tolles Erlebnis war. Ich glaube, tolle Rahmenbedingungen. Und für uns zählt das Spiel am Montag. Und mit der gleichen Einstellung, glaube ich, werden wir in die richtige Richtung gehen. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben sollten, kurzes Handzeichen, Mikrofon kommt sofort. Claudio Gentile von 1848. Thomas Reis, erstmal super Leistung. Vielen Dank dafür. Ich glaube, alle Fans vom VfL hatten sehr viel Spaß im Stadion. Wenn ich jetzt an die Ligaspiele zurückdenke, dann war die Flügelverteidigung immer so ein bisschen der Schwachpunkt in den letzten Spielen. Wie kam es, dass es vor allem in der ersten Halbzeit heute so überragend gut geklappt hat? Nein, weil wir gesagt haben, dass wir in der Defensive einfach stabiler werden müssen. Wir haben zu viele Gegentore bekommen. Wir wussten, dass heute eine richtig gute Qualität uns gegenübersteht. Da haben wir gesagt, wir müssen versuchen, die Abstände so gering wie möglich zu halten. Jeder muss in seinem Raum bestmöglichst verteidigen. Und das hat die Truppe, glaube ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Maßstab für die Liga, jetzt keinen Schritt weniger zu machen. Man kann dieses Spiel, man kann diesen Abend heute auch mal genießen. Man kann auch morgen vielleicht seine Wunden wieder ein bisschen lecken. Aber dann geht es voller Fokus auf die Liga und auf die werden wir uns jetzt mit 100% konzentrieren. Der Kollege in der zweiten Reihe hat das Mikro schon. Herr Kovac, Sie sagten eben, wenn alle das machen, was der Trainer sagt, dann funktioniert es. Was hat Ihre Mannschaft denn nicht so gemacht, was Sie gesagt haben, beziehungsweise wer hat nicht das gemacht, was Sie gesagt haben? Ja, also
Wir spielen gegen den VfL Bochum und ich weiß, was es heißt, hier zu spielen. Ich habe ja auch selbst gespielt, wenn das Publikum kommt. Wir wollten das Publikum eigentlich nicht aufkommen lassen. Aber das haben wir eben getan durch die vielen, vielen Fehlpässe. Wir haben letzten Endes ein Fehlpass-Festival in der ersten Halbzeit gesehen und da kann ich keinen irgendwo herausnehmen. Also letzten Endes haben alle ja, das so gespielt, wie wir es eigentlich nicht spielen. Wir haben normal sehr viel sicheres Passspiel, wir haben gute Passstaffetten, die letzten Endes den Gegner immer wieder zum Laufen bringen, aber das haben wir heute nicht getan. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Wir brauchen Ballbesitz, guten Ballbesitz, den hatten wir heute nicht. Also von daher ist es das, was Sie mich gerade gefragt haben, der Ballbesitz war heute nicht gut. Weitere Fragen? Christian Hoch von Funke. Herr Reiß, Sie haben mit Amel Bella-Kotschap einen 17-Jährigen ins Spiel gebracht, eine sehr mutige Entscheidung, hatte noch nicht so viele Zweitligaspiele auf dem Buckel gegen nicht ganz so schlechten Sturm. Wie haben Sie ihn jetzt mal ausgeklammert von der roten Karte, die am Ende unglücklich war, gesehen? Ja, so, was heißt mutig? Natürlich ist es, ich glaube, wenn man einen Offensivspieler als Jungspieler bringt, ist es immer ein bisschen einfacher, weil, glaube ich, genug noch in der Verteidigung stehen. Er hat seine Sache gut gemacht, deswegen hat er auch noch am Wochenende in der U19 gespielt, um einfach ein bisschen Spielrhythmus zu kriegen. Wir wissen, was wir an Amel haben. Er wird aus der Geschichte lernen. Ich fand, er hat ein sehr, sehr tolles Spiel gemacht, wie alle anderen auch. Ist natürlich schade für so einen Jungen mit dieser, ich sag mal, einzigsten Fauxpas, dass er natürlich die rote Karte bekommt, wo man auch sagen muss, klar, die ist auch zu Recht, aber da wird er daraus lernen. Und ja, wir haben, glaube ich, wenn er auf dem Boden der Tatsachen bleibt, dieses Spiel, ja, soll er genauso genießen und Revue passieren lassen wie alle anderen auch. Dann, glaube ich, hat der VfL Bochum wieder einen tollen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, und wie gesagt, ich war sehr zufrieden mit ihm, aber mit allen anderen auch. Yannick Aschenbrenner, so, jetzt haben wir es. Herr Kovac, schon in den letzten Spielen konnte man die sehr großen Abstände im Mittelfeld Ihrer Mannschaft beobachten. Auch heute war das wieder der Fall. Ich würde da gerne mal wissen, ist das von Ihnen so gewollt? Und wenn ja, was ist dabei Ihr Hintergedanke? Dem schließe ich mich nicht an. Das sehe ich überhaupt nicht. Es geht darum, dass man nach vorne verteidigt. Und wenn man nach vorne verteidigt, dann kann man auch Druck aufbauen. Ja? Und das hat nichts mit Abständen zu tun. Das hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass wir zu abwarten, zu passiv gespielt haben. Ja, und wenn du passiv spielst, kommst du in keinen Zweikampf, dann läufst du der Musik hinterher. Ja, und das müssen wir verbessern. Haben wir noch Wortmeldungen? Ich schaue, scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Dem Bayern weiterhin einen guten Weg im Pokal. Und wir sehen uns hier wieder nächsten Montag, wenn es gegen den Club aus Nürnberg geht.